Ich studiere Elektrotechnik, weil ich Spaß daran habe, an technologischen Innovationen mitzuwirken. Ich studiere Elektrotechnik, weil ich später gerne an der Entwicklung in der Luft- und Raumfahrtindustrie teilhaben möchte. Ich studiere Elektrotechnik, weil ich der Meinung bin, dass Elektrotechnik mehr Frauen braucht. Willkommen an der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der Hochschule Konstanz. Hast du Spaß und Interesse an modernster Technik und Digitalisierung? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben 3 Bachelorstudiengänge: Elektrotechnik und Informationstechnik, Automobilinformationstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Elektrotechnik. Vielleicht gibt es bequemere Studiengänge, aber wenig mit so viel Potenzial, Bedeutung und Chancen für deine und unsere Zukunft. Wie läuft das Studium ab? In den ersten beiden Semestern werden die Grundlagen gelegt. Heißt für dich Theorie. Zusätzlich wiederholen wir in einem Modul das Wissen, was du aus der Schule für deinen Studiengang brauchst. Wie kannst du Strom und Spannungen in Schaltungen bestimmen? Das lernst du in Elektrotechnik. Aber es bleibt nicht nur bei Theorie. Du lernst auch, wie du Anwendungen programmierst. Um wirtschaftliche Zusammenhänge einordnen zu können, bieten wir den Wirtschaftsingenieuren eine BWL-Vorlesung an. Die ersten 2 Semester waren auf der einen Seite sehr anspruchsvoll für mich, weil ich fachfremd war und durch das Alleinewohnen ich mich auch selber strukturieren musste. Auf der anderen Seite ist Konstanz eine wunderschöne Stadt, die Studieninhalte machen echt Spaß und auch die Kommilitonen kennt man gut durch die kleine Gruppengröße. Was du nun gelernt hast, führst du in den Semestern 3 und 4 fort. In Laboren und Projekten wendest du dein theoretisches Wissen an. Anlagen in großen Firmen müssen programmiert werden. Mit Automatisierungstechnik kannst du das. Aber nicht nur in Firmen, auch im Haushalt wird es immer automatischer. Blumengießautomaten oder Cocktailmixer programmierst du in Mikroprozessor-Systemtechnik. Fürs Qualitätsmanagement und wissenschaftliches Arbeiten darf auch Statistik nicht fehlen. In den letzten 2 Semestern 3 und 4 konnte ich meine Grundlagen aus dem Grundstudium noch einmal vertiefen. Besonders viel Spaß gemacht haben wir die Labore, wo ich dann das theoretische Wissen praktisch anwenden konnte. Also schwierig gefallen ist mir im Sommersemester vor allem die Selbstdisziplin zu bewahren, nicht baden zu gehen und vor der Prüfungsphase zu lernen. Jetzt hast du genug Erfahrung gesammelt, um zu wissen, welche Fachrichtung dich besonders interessiert. In deinen letzten beiden Semestern bieten wir dir dazu verschiedene Spezialisierungen an. Fachspezifisches Wissen erhältst du in Vertiefungsmodulen wie Kommunikationstechnik. Zur interdisziplinären Vertiefung wählst du ein Wahlpflichtmodul. Das kann Spanisch sein, aber auch Leistungselektronik. In den letzten Semestern belegst du Vorlesungen wie Projektmanagement, die dich auf dein späteres Berufsleben vorbereiten. Wenn ich an meine letzten beiden Semester zurückdenke, ist mir vor allem das MPS-Projekt im Kopf hängen geblieben. Und zwar musste ich eine Mini-Wetterstation bauen, an der ich anfangs Schwierigkeiten hatte, aber an diesen Schwierigkeiten gewachsen bin und ich viel Spaß in dieser Zeit hatte. Momentan schreibe ich meine Bachelorarbeit bei der Schweizer Elektronik AG und mir macht Elektrotechnik so viel Spaß, dass ich mich jetzt auch dazu entschieden habe, den Master zu machen. Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf dich. Bis bald an der HTWG Konstanz.